relativ schwierig, die ganze Zeit die Kamera so zu halten, dass sie nicht ins Wasser fällt. Wunderschönen guten Morgen. Aber es ist schon fast Mahlzeit. Ist ein bisschen dunkel auch. Nee, super. Du strahlst. Mhm. Wir haben uns wieder auf den Weg gemacht, um die Insel ein bisschen zu erkunden, was ja auch immer ganz interessant ist. Abseits der touristischen Hotspots. Wir sind jetzt mittendrin in ganz vielen Kakteen. Und wir wollen bis da ganz windig. Das ist die Natural Bridge. Also wir fahren jetzt hin und dann gucken wir mal, wie es vom Nahen aussieht. Yes. Yes, bis gleich. Let's go. Es lohnt sich echt, sich einen Jeep zu mieten hier. Bei allem anderen kommst du nicht weiter. Wir haben dann versucht, den Natural Pool zu finden. Es ist leider nicht gelungen. Puh, nicht der üble Kante. Nicht über die Kante. Aber wir haben eine richtig geile Playlist gefunden. Das ist fast so gut wie ein Natural Pool. Oh Gott. Da soll noch mal einer über deutsche Straßen meckern, mal ganz ehrlich. Leute, wie läuft's? Hart am Limit, würde ich sagen. Da gibt es wenigstens Häuser hier, das sieht schon mal gut aus. Das ist die zweite Aufnahme jetzt. Die erste haben wir leider ohne Mikrofon gemacht. Nochmal, wir sind hier an Baby Beach. Ziemlich weit unten an einem Zipfel in Aruba. Egal, wenn man mal guckt, entweder Norden, Süden, Osten oder Westen. Auf jeden Fall wohl der schönste Strand in ganz Aruba. Irgendwie, dadurch, dass der Wind die ganze Zeit geht, merkt man die Hitze nicht ganz so extrem, aber wir haben beide schon so einen dezenten Sonnenbrand. Ja, ich glaube, es ist langsam genug mit der Sonne. Zeit zum Gehen. Ja. Also unsere Empfehlung, Baby Beach. Relativ schwierig, die ganze Zeit die Kamera so zu halten, dass sie nicht ins Wasser fällt. Hey, you have the first word. I have the first word? All right. Welcome to Muscle Launch CrossFit. My name is Javier. Welcome to Aruba. Thank you for having us. You're welcome. You guys are awesome. What a pleasure. It's not only eating Cinnabons. You have to train if you eat Cinnabons. Exactly. Wenn wir die Maske mal nicht aufhaben, weil wer ist gerade? Wer isst, muss keine Maske tragen. Und die 8 Tage gingen schneller vorbei als wir dachten. In 9 Stunden sind wir wieder im kalten Deutschland. Nee, beziehungsweise Amsterdam. Wir melden uns später. Woche Nummer 1 zurück in Deutschland. Zurück in den Alltag. Ich war ja schon da. Ich fand es schon gut, deswegen war ich zum zweiten Mal jetzt da. Dein Fazit Aruba? Mein Fazit Aruba. Ich war das allererste Mal da. Es war wirklich wunderschön. Es war eine wirklich sehr, sehr schöne Reise. Die Insel ist wirklich wunderschön, glaube ich, ist das beste Wort dafür. Das Wasser ist unglaublich mit dieser türkisfarbenen Wasser, die Leute sind super, super nett, super herzlich, sehr gastfreundlich, ohne irgendwie aufdringlich zu sein. Ganz wichtig, finde ich zumindest. Selbst jetzt in der Situation nicht, wo jetzt, alle eigentlich auf jeden Gast angewiesen sind und jeder um sein Business kämpft, ob es jetzt das Restaurant ist, der
der Bäcker oder das Hotel, sind alle unglaublich freundlich. Ja, man hat sich aufgrund also der Situation, was so im Moment ist, von das Covid hat man sich sehr sicher gefühlt, fand ich. Unglaublich professionell, muss ich sagen. Also würdest du sagen, 11 Stunden oder 10 Stunden oder 9 Stunden Flug aus Deutschland lohnen sich, nach Aruba zu fliegen? Auf jeden Fall. Ich würde noch 15 Stunden fliegen. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Und es hat uns so gut gefallen, also mir sowieso, dass wir nochmal hinfliegen. Zumindest haben wir es geplant, noch dieses Jahr. Weil ich finde, diese Insel, gerade jetzt, wo es noch ein bisschen leerer ist, ist auch sonst nicht unglaublich voll, macht es nochmal so ein bisschen einsamer, paradiesischer. Also ihr hattet ja so einen kleinen Eindruck bekommen und ich glaube, viel besser kann man es gar nicht beschreiben. One happy island. One happy island, ja. One happy people, one happy island. Und wir fliegen wieder hin. Ja. Fazit Aruba, das war's. Wunderschön. Wunderschön. Happy island.